Hallihallo. Hannes, einen schönen guten Morgen. Wie geht's mit Ihnen? Schönen guten Morgen und liebe Grüße aus Graz. Alles okay, und auch in Österreich sind die Temperaturen jetzt schon wieder ein bisschen so südländisch. Also alles gut bei uns. Ja, du hast es ganz anders als wir, das wir hier haben hier an der Costa Blanca. Ja, natürlich. Aber hier an der Costa Blanca ist es natürlich südlicher, und das sind ganzen Winter eigentlich Frühlingstemperaturen, und wir heuer in Österreich hatten eigentlich auch einen sehr milden Winter, nur es ist so, dass die letzten Wochen eigentlich wieder relativ kalt waren für die Jahreszeit, aber generell war der ganze Winter auch sehr, sehr mild in Österreich. Ist noch viel Schnee in den Bergen? In den Bergen ist schon noch viel Schnee, aber ich bin ja auch schon im Süden von Österreich, also auch, wir sagen auch steirische Toskana dazu, Großraum Graz. Da hatten wir nur einmal heuer vielleicht 5 cm Schnee, aber in den Bergen ist schon noch Schnee, ja. Der Riesen, dass wir Sie eingeladen haben heute Morgen hier im Programm, ist ja. Der neue Single, eine schöne Single von Sie, und die heißt Beste Freunde. Ja, die heißt Beste Freunde, und das war mir auch mal ein Herzensthema, einfach dieses Thema mal musikalisch umzusetzen. Ich habe auch einen guten Freund in Deutschland, der den Text gemacht hat zu diesem Song. Mhm. Musik habe ich und der Hubert Molander, mein Produzent, komponiert. Und es war mir wichtig, einmal dieses Thema Beste Freunde musikalisch, wie gesagt, umzusetzen, weil das in dieser jetzigen Zeit ganz wichtig ist, einfach gute und beste Freunde zu haben. So wie du auch ein guter Freund bist, weit weg, aber du denkst immer an Hannes Lanz, und du bist auch ein bester Freund von mir, musikalisch. Aber Sie sind da lange mit der Musik dabei, ja? Ja, wie gesagt, wir haben in den letzten Interviews schon gesagt, ich habe mit 15 Jahren schon eine Band gehabt. Ich war viel in der Schweiz, in Deutschland. Wir haben auch mit unserer Band in Amerika gespielt, mit den Fernitzern. Das war eigentlich volkstümliche Musik, Schlag- und Tanzmusik. Und Hannes Lanz, dieses Solo-Projekt, gibt es jetzt so um die 9 Jahre schon. Und ja, und jetzt ist die ganze Corona-Zeit vorbei. Jetzt kommen auch wieder viele Auftritte retour. Also es geht alles wieder den richtigen, positiven Weg, ja. Ja, ist das Angebot in Österreich, in deinem Land von Künstler groß oder nicht? Ja, grundsätzlich ich habe jetzt die Frage leider nicht verstanden. Ich hatte eine ganz schlechte Verbindung jetzt zu dir telefonisch. Kannst du mir die Frage bitte noch einmal stellen? Ist das Angebot von Künstler in Österreich groß oder nicht? Jetzt habe ich verstanden. Ja, es ist grundsätzlich so, dass viele leider durch diese Krise viele Bands aufgehört haben, weil keine Auftritte da waren, und es sind schon weniger Künstler jetzt. Viele haben leider aufgegeben und machen keine Musik mehr. Aber wie gesagt, jetzt schon langsam wird es wieder mehr, und es kommen wieder viele jüngere Künstler nach. Aber leider ist es schon ein bisschen weniger jetzt geworden. Seit dieser Krise von Corona. Aber Veranstaltungen werden wieder mehr, und schon langsam geht die Kurve wieder nach oben. Ja, in Deutschland gibt es viel Angebote, in Deutschland. Ja, ich bin auch bei einer deutschen Plattenfirma, Fiesta Records aus Köln. Und wenn man dann schaut, in Deutschland ist extrem viel los in der Musikszene. Man muss aber dazu sagen, dass Deutschland, wir rechnen immer Österreich mal 10, mal 11, also Deutschland ist 11-mal so groß, ist natürlich auch viel mehr in der Musikszene los. Aber dieser typische Schlager, wie wir es machen, ist in Deutschland auf jeden Fall das Angebot viel, viel größer jetzt wie in Österreich. Ja, ja. Sie nehmen die Platten auf beim Fiesta in Deutschland. Warum? Ja, grundsätzlich ist es so, also mein Produzent Hubert Molander mit der Anna Molander, die auch meine Videos macht, sie macht meine Videos, die sind Grazer und produzieren eigentlich für viele Top-Künstler. Und Hubert Molander arbeitet auch mit Fiesta Records zusammen, und du brauchst als Künstler auch einen Verleger und ein Plattenlabel, und das ist Fiesta Records. Aber produzieren und schreiben und Text und alles, was so musikalisch passiert, passiert alles bei mir in Graz. Und die Vermarktung läuft über Deutschland, weil Fiesta Records ein sehr gutes Plattenlabel ist und genau passt für unsere Strategie und für unsere Musik.
Ja, zurück nach dem letzten Song, beste Freunde. Für die Zuhörer, die jetzt dabei sind, erzähl ein bisschen über den Text. Wo geht das über? Es geht über, geht über Freundschaft, oder? Ja, es ist kurz erklärt. Im Titel wird folgendes Thema manifestiert, dass man eigentlich beste Freunde einfach braucht in guten und in schlechten Zeiten und man sich gegenseitig hilft. Denn nicht jeder Tag ist eitel Wonne, nicht jeder Tag ist Sonnenschein. Und dann ist immer gut, wenn man einen Freund oder eine Freundin anrufen kann und man auf einer eher anderen Ebene mit diesen Leuten Probleme diskutieren kann. Und beste Freunde gibt es immer, wenn in schlechten und in guten Zeiten. Und das ist da in dieser Nummer umgesetzt, ja? Ja. Und wenn, haben Sie in deinem Leben nicht einmal ein paar Mal sich vergesst in Freunde? Wie vergisst? Also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, haben Sie in deinem Leben mit Freunden nicht ein paar Mal vergesst, dass sie anders sind, als wenn sie daraus sind? Also ich weiß schon, was du meinst. Ja, es ist immer auch in meinem Leben, es gibt diese richtigen Freunde, die auch immer zu einem stehen, wenn es einem nicht gut geht. Das sind für mich die richtigen Freunde oder Freundinnen. Ja. Und du hast, wenn es dir gut geht, hast du immer Freunde, nur sind das ehrliche Freunde. Ja. Die besten Freunde sind diese Freunde, die auch zu dir stehen, wenn es dir aber schlecht geht. Und das sind für mich die besten Freunde. Wir gehen das Spiel, das Song Beste Freunde, Hannes, auf den ersten Platz. Vielen, vielen Dank, dass du heute Morgen bei mir im Programm war. Ich danke dir sehr gerne, Herr Speicher. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, es ist immer, lieber Will, ich danke auch für die nette Einladung. Es ist schon ein Ritual geworden, wenn ich eine neue Single mache, dass du mich anrufst aus dem sonnigen Süden Spanien. Und das ist schon immer ein Highlight für mich. Ja. Und ich freue mich, wenn diese Nummer Beste Freunde bei euch gut ankommt. Ja. Auf deinem Radiosender. Ich hatte noch eine Frage an Sie. Wollen Sie die Ankündigung von Beste Freunde bitte selbst machen? Ja, dann kann ich das schon jetzt selbst machen. Dann werde ich mich jetzt gleich, wenn er will, glaube ich, verabschieden. Ja. Ich sage mal, alle Hörerinnen und Hörer von deinem Sender und dieser Sendung, alles Liebe, alles Gute aus Österreich, bleiben Sie alle gesund, werden Sie glücklich und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, von Willen seiner Sendung hören Sie die neue Nummer von Hannes Lanz, Beste Freunde und liebe Grüße an alle. Und ich wünsche Sie noch einen schönen Dienstag und eine schöne Woche. Vielen Dank, Hans. Alles Gute, ciao, tschüss, ciao. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.